Mein Name ist Matthias Beckert, bin seit über 20 Jahren der Dirigent des Monteverdi-Chors. Wir haben uns lange überlegt, welcher Name am klangvollsten das widerspiegelt, was wir musikalisch betreiben. Und da uns die Marienfestspiele ans Herz gewachsen ist und wir sie wirklich öfters schon aufgeführt haben, ist uns da die Entscheidung sehr leicht gefallen. Das Besondere am Monteverdi-Chor ist, dass er ca. 100 Studentinnen und Studenten aus allen Fakultäten, die die Universität Würzburg zu bieten hat, zusammenbringt. Ich würde sagen, außerhalb unserer Konzerte bleiben vor allem unsere Chorarbeitsphasen auf Burg Rienig in Erinnerung oder auch Chorfahrten, die wir machen. Wir hatten schon Chorfahrten nach Karlsruhe und nach Jena und das ist immer sehr lustig, dann einfach an einem Wochenende zusammen dorthin zu fahren, dort zu musizieren und den Tag ausklingen zu lassen. Das Besondere am Monteverdi-Chor ist meiner Meinung nach natürlich der Anspruch, der sehr hoch ist, den wir auch an uns selber stellen, aber natürlich auch unser Chorleiter an uns stellt. Dadurch ergeben sich dann immer sehr, sehr schöne Konzerte meiner Meinung nach, weil das, was wir auf die Bühne bringen, immer von sehr hoher Qualität ist. Das Repertoire des Monteverdi-Chors reicht von der Renaissance von Monteverdi, wie wir uns nennen, bis zur Moderne, bis zu Uraufführungen. Es ist, glaube ich, sehr, sehr breit gefächert im Vergleich zu anderen Chören und dadurch, dass wir circa 5 bis 6 unterschiedliche Programme im Semester machen, auch sehr facettenreich. Also mein persönliches Highlight in den letzten 4 Jahren, die ich jetzt schon mitsingen darf, war die Aufführung des Puer Natus Est von Michael Ostrüger. Es war eine Uraufführung und der Komponist hat auch bei einigen Proben dabei gesessen und uns einfach mal Hintergründe gegeben über das Werk und war auch selber in der Uraufführung dann dabei. Und einfach zu sehen live, wie das Werk bei ihm persönlich ankommt, wenn es das erste Mal aufgeführt wird, war wirklich toll. Ja, der Bayerische Staatspreis ist für uns eine Riesenehre, über die wir uns freuen. Es ist eine besondere Auszeichnung und man weiß gar nicht, was darüber noch kommen kann. Ich denke, es ist wichtig für so ein Ensemble, dass man, wenn man eine gewisse Qualität, ein gewisses Niveau erreicht hat, auch immer wieder versucht, an Spitzenleistungen anzuknüpfen und dieses Niveau eigentlich durchgängig zu erhalten. Und das sehe ich als meine Hauptaufgabe.